große Sicherheitslücken bei Android-Geräten. Durch einen Softwarefehler könnten Hacker wichtige Daten auf Android-Handys und Tablets abgreifen. Das haben Forscher der IT-Sicherheitsfirma Checkpoint herausgefunden. Sie haben gleich 4 neue Schwachstellen gefunden, die sie als Quad-Router bezeichnen. Das Problem sei ein Fehler in der Treiber-Software des LTE-Chipsets der Firma Qualcomm, die in etwa 900 Millionen der betroffenen Geräte eingebaut ist, heißt es in einem Blog-Eintrag von Checkpoint. Ein Hacker könnte demnach bei einem Angriff die komplette Kontrolle über das Gerät und uneingeschränkten Zugriff auf persönliche Daten bekommen. Dafür sei lediglich eine manipulierte App nötig, die den Opfern untergeschoben wird. Betroffen sind aktuelle Geräte wie unter anderem das BlackBerry Priv, Google Nexus 5X, 6 und 6P, Samsung Galaxy S7 und S7 Edge, LG G4 und G5 sowie das V10. Ebenso sind das OnePlus One, 2 und 3 betroffen. Das Unternehmen empfiehlt Android-Nutzern, unbedingt die aktuellsten Updates zu installieren, die zur Verfügung stehen. Außerdem sollten Apps nur aus dem Google Play Store heruntergeladen werden, auf deren Berechtigung geachtet sowie nur vertrauenswürdige WLAN-Netze benutzt werden.